Oh, fuck, Alter. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Watch Dogs. Wir knüpfen direkt wieder an die vorige Folge an. Haben nämlich Infos bekommen bezüglich Niki, die soll sich bei irgendeiner Kläranlage befinden. Und da wollte ich mich jetzt auf den Weg hin machen. Natürlich nicht zu Fuß. Oh, da hinten kommt was. Mit dieser Karre da nämlich. Ja, du hältst mal kurz an. Ja, nee, warst du schon richtig. Alles super. Ja. So, jetzt haben wir ein Vehikel. Dann können wir auch dahin fahren. Mal gucken, ob wir sie auch wirklich finden. Das ist ja auch wieder immer die Frage. Langsam hat dieses Katz-und-Maus-Spiel hier auch irgendwo mal ein Ende. Geht einem irgendwann auf den Sack. Ich möchte den Verantwortlichen endlich mal ein paar Bleisalben in die Fresse ballern. Am besten so direkt zwischen die Stirn. Ah. Meine Unfallquote ist in letzter Zeit deutlich gesunken, muss ich euch sagen. Das kommt wahrscheinlich, weil ich nüchtern fahre. Kann ich jedem nur empfehlen. Probiert es mal aus. Nüchtern fahren ist super. Muss ich hier natürlich alle Ortschaften lang düsen. Einmal komplett rum. Ja, und wir werden natürlich... Was war das? Ja, wir wollten einfach mal den Strommast weghauen. Wir sind natürlich bedroht durch die Fixer zurzeit. Wir haben ja so gut wie jedem ans Bein gepisst mittlerweile. Und dementsprechend haben wir auch ein paar nicht so nette Freunde, würde ich sagen, die uns natürlich den Gar ausmachen wollen. Aber wir lassen uns davon natürlich nicht beirren und machen einfach mal weiter. Hat jetzt gerade irgendein fucking Zivilist hat mich gemeldet, Alter. Ihr habt doch nicht mal eine Tasse im Schrank. Bullen, Alter. Was wollt ihr denn? Schlappschwänze. Euch häng ich ab. Aber erst nachdem ich hier gegen sämtliche Holzdinger gefahren bin. Achso. Hui. Ey, nicht. Wir haben es überlebt. Ja, so sieht das aus, wenn die über eine Pipeline fahren. Warum machen die auch immer so eine Scheiße? Naja. So kommen wir jetzt wenigstens wieder ungestört. Hoffentlich zu unserem, wo wir hinwollen. Oder es kommt eine Bullerei quer über den Berg gefahren. Verdächtiger ist weg. Schreib deine Fahndung aus. Genau, eine Fahndung wird ausreichen. Du bist ja eh nicht, wie ich bin. Mein Gott, wie weit muss ich denn hier fahren, ey? Oh, hi. Alter! Oh, gut, mit der Karre können wir wahrscheinlich gleich hier nicht weiter auf der Straße fahren. Ich fahre mal weiter. Es liegt ja grob in der Richtung. Oh, fuck, Alter. Ah, er fährt immer noch, ne? Was soll ich euch dazu sagen? Geiles Ding. Jetzt müssen wir langsam mal ankommen hier. Mir geht gleich der Sprit aus. Und die Türen. Oh, ich habe keine mehr. So, was war denn das? Eine imaginäre Mauer. Die lebe ich am liebsten. Ich muss ja aber auch irgendwann mal langsam wieder auf die Straße kommen. Ist das irgendwie möglich? Bitte? Wahrscheinlich. Jetzt fahre ich hier falsch. Okay. Gut,
Das Auto ist weg. Ja, wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, sind die Hackerangriffe, beziehungsweise die Dinger, dass ein anderer Spieler in mein Spiel eindringt, relativ selten geworden. Ja, Watch Dogs scheint nicht mehr so beliebt zu sein, wie sie der Hype es vielleicht versprochen hat. Das merke ich selbst aber auch. Das Spiel hat Potenzial, aber es wurde halt nicht ausgeschöpft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dadurch ist das Spiel eigentlich mehr nur interessant in der Kampagne gewesen. Und ja, von daher, die Online-Modi werden sehr schnell langweilig und man greift dann meist doch zu anderen Games, weil die doch etwas mehr Action und Abwechslung liefern als Watch Dogs. Vielleicht kriegen sie das ja noch irgendwann hin, weil besitzen tun wir das Spiel ja im Endeffekt schon. Von daher wäre es doch sehr wünschenswert, dass sie sich da nochmal irgendwas einfallen lassen. So. Ja, das ist natürlich jetzt aber natürlich nur meine Meinung und das, was mir bisher so aufgefallen ist. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Comments schreiben, wie ihr das seht. Ist Watch Dogs für euch immer noch der Bringer überhaupt? Oder sagt ihr auch, okay, ja, es hat nachgelassen, es flacht irgendwie ab, ich spiele öfter mal wieder was anderes, weil Watch Dogs einfach nicht so das bringt, was ich mir jetzt vielleicht gewünscht oder vorgestellt habe zu 100%. Wie gesagt, einfach mal in die Comments, mich interessiert das. Wir sind jetzt ja endlich mal da. Steigen wir mal aus. Rücksicht auf diese Karre brauchen wir nicht zu nehmen. Wenn wir einfach mal die Mission starten hier. Auf geht's da. Ich hab Nikki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Ja. Wofür soll sie denn bereit sein? Telefon. Könnte wichtig sein. Pass gut auf dich auf, Dattin. Die haben wohl Fixer als Security angeheuert. Sie schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Okay, okay, ich mach's. Diesmal wirklich. Ich werde ihm sagen, was ich denke. Okay, hier ist jetzt irgendwo das Gerät. Da ist Nikki. Los, Nikki. Kiranda. Nikki, ich bin's. Aiden, wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein. Ach, du Scheiße. Die finden mich. Nikki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Oh Gott. Das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Lol. Hab geschossen. Wir müssen weiter. Hör auf meine Stimme. Ich glaube, er ist tot. Nikki, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Ich werde dich sicher führen? Wohin soll sie denn? Da rück... Ach du Scheiße. Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren. Und das war nur Kaninchen. Hier ist Ben, ich guck da drüben. Was? Ich ihn getötet habe.
glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Hier ist nichts. Ich guck da drüben. Ich hab hier nichts verloren. Geh nach da drüben. Vorwärts. Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mich gestern noch Decken gebracht. Lass uns umkehren. Nick, hör auf meine Stimme. Scheiße, scheiße. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja, okay. Ja. Ich hoffe, der ist tot. Hier ist nichts, ich suche anders weiter. Ich sehe nichts. Wie soll ich denn das machen? Oh Gott, ist hier noch eine Kamera irgendwo? Was außer Reichweite? Kamera. Nichts gefunden. Ich seh mal da drüben nach. Okay. Wie, ist hier noch irgendwas zum Sprengen, Alter? Aufpassen! Alles sauber, ich geh da lang. Alles sauber, ich geh da lang. Wie's? Oh Gott, wo soll die denn lang? Was soll das hier? Bewegung. Na gut. Lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. So, das war's schon. Alter, ich dachte, die muss nur 96 Meter weiter. Stand da irgendwas von 96? Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott, er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher bei Yolanda. Warte jetzt. Nur Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet benutzen, bis das vorbei ist. Was immer es ist, Aiden. Bitte. Bitte lass es sein. Hörst du? Los, ich decke dich. Nicht alle um dich. Oh Gott. Hau ab, Haus. Hast du weg hier. Nimm dir eine Karre. Den, genau den. Oh. Und jetzt einen Ausgang finden. Wir könnten Hilfe brauchen. Da. Gut, das war nicht das Tor. Was habe ich denn gerade bewegt? Die Ampel. Oh Gott, ja genau, weil ich die jetzt gebraucht habe. So eine Scheiße. Hallo, geht doch mal die Blur-Scheiße weg. Kommen die denn alle her? Lass mich durch. Unterstützung ist da. Fahr in ihn rein. Weg hier, weg hier. Das gebumst. Findet ihn! Kann ihn jemand sehen? Verdammt! Ich fahr jetzt einfach weiter über die Bahnschienen. Okay, jetzt haben sie mich wieder. Mann! Hier auch irgendwo mal wieder eine normale Straße? Oh, ich hoffe da. Gott. Gut, jetzt habe ich mich selbst ausgenockt. Wo ist das Arschloch? Wir hatten ihn. Ja, ihr hattet mich. Ihr hattet mich. Ich glaube, ich hab's.
hab's geschafft. Wir machen das. Ach, fick dich. Bloß aus diesem kleinen Bereich werde ich aber noch rauskommen, oder? Das ist vorbei, wir kriegen ihn das nächste Mal. Das nächste Mal. Na ja, gut, wenn du so denkst. Ich meine Ruhe. Glaubst du, Niki wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Niki ist es vorbei. Ja. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Jetzt wollte er mir Angst machen, ja? Ich kann das packen. Ich weiß gar nicht, wo ich... Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hole Hol euch ab, ja? Ich werde aber ganz kurz trotzdem den nächsten Missionspunkt schon mal fertig machen. Wir müssen weg. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jackson und ich sind fertig, wenn du kommst. Ja, jetzt habt ihr aber nur noch ein paar Minütchen, ne? Bin nämlich gleich da. Gleich ist auch wieder relativ. Meine Güte. Hier stehen auch einfach viel zu viele Autos rum. Ich weiß gar nicht. Das könnt ihr mir nicht vorwerfen jetzt hier. Auf keinen Fall. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Vielleicht steige ich auch gleich nochmal eine Schickkarre vorher um, wie es so demoliert ist. Okay, das vielleicht war... So, mal willst du mich gerade anfahren, du Pansen, Alter? Meine Karre, ab sofort zumindest. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Wir brauchen die Bullen sofort! An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Wegen der scheiß Karre muss ich jetzt ernsthaft hier von hier nochmal weg. An alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Nochmal an. So, jetzt darf ich da wieder hinfahren. Meine Fresse, ey. Ein paar nervige Typen, ey. Was der auch gleich die Bullen ruft. Weißt du nicht, wer ich bin? Jetzt mein Auto weg. Na gut, stand ich überhaupt hier? Egal, da steht ein neues. Auf geht's. Ich habe mich so angestrengt, Niki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist.
Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Soll mir nur noch mal einer sagen, wie ich den Scheiß kack machen soll. Jetzt muss ich mit denen hier verschwinden. Boah, ohne dass die Polizei mich sieht oder was. Dylan. Aiden, das sind Polizisten. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nicky, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um dich. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Du bist das, oder? Du bist der Rächer. Das ist kompliziert. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Wir nehmen jetzt hier einfach mal die kleinen Wege, das scheint ganz gut zu laufen. Also alles auf den Nachrichten. Dennis, haben ihn verloren. Die Morde. May Stadium. Das warst du? Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Oh mein Gott. Gut, ich glaube, jetzt kann ich das Navi anmachen. Jetzt brauche ich nicht mehr so großartig auf die Polizei achten. Das ist ja auch schon gleich hier. Dann sind die hoffentlich endlich in Sicherheit. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Hä? Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren und ich dir nachlief und du wolltest mich loswerden, aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht oder Hockey und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß.
Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bye, Jax. Okay. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Die nächste Kampagne wartet. Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Franks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Naja, dann wissen wir auf jeden Fall, was wir zu tun haben. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Ja. Wir machen uns immer auf den Weg ins Merlot. Und werden da wahrscheinlich mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Und Herrn Mr. Quinn zur Rede stellen. Alles, was passiert, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wünsche euch wie immer was. Bis dahin, euer Gunshot.